Hallo und herzlich willkommen bei 500 to Moon. Schön, dass du dein Raumschiff auch heute wieder auf meinem Channel gelandet hast. 500 to Moon, der Channel für Reselling, Lego Klemmbausteine und Bricklink und alle anderen Sachen, die Spaß machen, aber die die Welt nicht wirklich braucht. Heute wieder eine Wochenrückschau und zwar quasi eine Jubiläumsausgabe, die Wochenrückschau Nummer 25. Ja, jetzt ist schon die 25. Ich hoffe, dass ich bald irgendwann die 50. ankündigen kann, weil dann ist schon fast ein ganzes Jahr Reselling rum. Dann kann ich nochmal eine große Jahresrückschau machen. Also jetzt bald ein halbes Jahr. Wenn man denkt, viermal pro Monat sind bei der 24. war ja letztes Mal, habe ich gar nicht gemerkt, die 6 Monate rum. Also sprich ein halbes Jahr, was ich schon mit YouTube verbringe. Ich hätte das wirklich nicht gedacht. Bisher habe ich ja jede Woche eine Rückschau jetzt durchgezogen. Meistens fange ich ja solche Projekte an und beende sie dann aber nie wirklich oder ziehe sie nicht so richtig durch. Diese Wochenrückschau wirklich schon verrückt, dass ich das zum 25. Mal aufnehme. Ich kann das fast selber nicht glauben. Und auch wenn nicht wirklich viele Abonnenten dazukommen von Woche zu Woche, sind meistens nur 1 bis 2, freut es mich einfach trotzdem, diese Wochenrückschau zu machen, weil ich bekomme doch ab und zu jetzt Feedback von Leuten, die die Wochenrückschau schauen. Und das freut mich natürlich ungemein. Eines kann ich euch aber versprechen, die 25. Jubiläumsausgabe, eine Hammerausgabe, bleibt dran. Es war eine verrückte Woche in den Verkäufen wie in den Einkäufen. Ultimative Rekorde schon wieder gebrochen vom letzten Woche her. Und eine kleine Änderung, ich mache es diesmal ein wenig anders. Könnt mir dann unten bitte in die Kommentare Feedback geben, ob es in der Reihenfolge jetzt besser ist oder schlechter. Ich habe es einfach mal ein bisschen umgestellt, mal ein bisschen frischen Wind, etwas Neues ausprobieren, nicht immer alles mit den ganz, ganz alten festgefahrenen Muster. Und ich würde sagen, let's go, starten wir rein. Wochenrückschau Nummer 25. Vom 7. August bis zum 14. August. Langsam aber sicher nähern wir uns schon ein bisschen dem Herbst. Wobei diese Woche wieder richtig heiß. Ich wieder voll am Schwitzen hier in meinem Moon Office. Die Neuerung, ich werde jetzt zuerst Bricklink bringen für all meine Discord-Freunde, die das vom Bricklink-Discord aus verfolgen. Es gibt doch 2, 3, die jeweils in die Videos reinschauen und für die möchte ich jetzt einfach zuerst das Bricklink-Update bringen und wenn diese Leute dann wieder wegzoomen oder wegzappen, besser gesagt, auch kein Problem, wenn ihr dran bleibt. Liebe Discord-Freunde, natürlich umso besser, würde mich umso mehr freuen. Ich versuche mir heute Mühe zu geben, nicht zu lange zu werden, aber es ist schwierig, es wird wirklich voll das Programm heute. Ja, und daher werde ich es nicht ganz, ganz so kurz halten können, denke ich mal. Bricklink. Ich mache jetzt mit den Rekorden an den Steinen. Ich werde den Rekord jeweils sagen. Also letzte Woche war ein Rekord. Konnte ich ihn diese Woche wieder brechen? Wer weiß. Beginnen wir mit Anzahl Steine, die ich im Bricklink habe. Und das sind 17.887 plus 1613 Steine. Rekord 17.887. Und ihr merkt, schon wieder ein neuer Rekord gebrochen. Trotz Verkäufen bin ich auf mehr Steinen wie letzte Woche. Lots 3.955, also nicht mehr viel, noch 45 Lots, dann habe ich die 4.000er geknackt mit Schritten Richtung 5.000. Das sind 241 Lots mehr als letzte Woche, auch ein neuer Rekord, 3.955 Lots. Ich bin auf Platz 36 nach Anzahl Lots in der Schweiz. Das sind 3 Plätze besser als letzte Woche. Und ich habe es im Discord angekündigt, als die Leute gefragt haben, wie es bei uns so läuft im Discord, wie wir so Verkäufe machen, habe ich angekündigt. Ziel, die 35 anzugreifen in der Schweiz und so weit weg bin ich nicht mehr. Wenn da nicht eine Monsterbestellung reinkommt, die mich in den Lots zurückwirft mit Ausverkäufen,
schaffe ich den Platz 35, hoffe ich, in den nächsten paar Wochen. Also ich denke mal, wenn ich so weitermache, in einem Monat, es wird jetzt immer schwieriger. Natürlich, weil viele Teile, die ich jetzt ins Bricklink stelle, habe ich eventuell schon. Also wird der Lot-Count nicht wahnsinnig erhöht und andere arbeiten auch mit. Und je weiter oben, umso mehr Lots habe ich manchmal das Gefühl, braucht es, um die Leute zu überholen. Ich habe aber immer noch Sets, die ich ausparten möchte. Ich habe schon ausgepartet dieses Ninjago-Set hier, das 77745. Das habe ich dreimal ausgepartet, zweimal habe ich es behalten zum so verkaufen. Und noch nicht ausgepartet, aber auch dreimal, 76179, das Batman and Selina Kyle Motorcycle Pursuit. Das habe ich schon im Brickstore eingepflegt und ich kann euch sagen, wenn ich das ausparte, kommen nochmal richtig Lots dazu, weil im Brickstore habe ich gesehen, dass ich viele Teile da drinnen habe in dem Set, die ich noch nicht bei Bricklink habe. Es gibt sehr viele Spezialteile, die ich noch nicht habe. Also mit dem Set dreimal ausgepartet, werde ich sicher wieder einen kleinen Sprung nach vorne machen. Das wäre es eigentlich gewesen für die Bricklink-Freunde, also die Freunde von Bricklink. Jetzt kommt nicht mehr viel Bricklink-Wissen dazu. Aber gerne dürft ihr natürlich dranbleiben und sonst mal unten kommentieren, wie ihr das jetzt gefunden habt, dass es zuerst kommt. Ja, das ist so das Update zu Bricklink, was ich ausgepartet habe und was noch so ansteht. Jetzt kommen wir zum freien Kapital. Freies Kapital letzten Montag, 103.35 Franken, ich war ja nicht so begeistert, nicht sehr viel diese 103 Franken. Und von daher hoffe ich, dass ich diese Woche ein bisschen besser dran bin. Ihr werdet es sehen. Kommen wir zu allen Einnahmen. Preise brutto. Da habe ich verkauft eine Handtasche von der Swiss, eine Cabin Crew Handtasche für 32 Franken. Dann hatte ich eine Bricklink Bestellung 6 Franken 40, dann Bricklink 5 75, Bricklink 2 Franken. Also ihr seht, das sind schon mal drei Bestellungen in der Woche. Dann mache ich gleich weiter mit Bricklink, überspringe jetzt da eine Position, 18,95 und Bricklink 22,50. 7 Tage ist es her seit der letzten Wochenrückschau, 5 Bricklink-Bestellungen hatte ich, also ihr seht, fast jeden Tag eine Bestellung. Dann habe ich verkauft ein komplettes Set, Lego Minecraft, das wäre eigentlich gedacht gewesen zum Ausparten, hatte ich bisher aber noch nicht gemacht, weil ich es nur einmal hatte. Und von daher habe ich das dann online gestellt zum Verkaufen und nun ist es weg. Dann habe ich verkauft einen Canon Fotodrucker für 28 Franken und der größte Posten diese Woche, und das ist ein Zuschauer, der auch meine Wochenrückschaus jeweils anschaut, und jemand, den ich kennengelernt habe am Nerdy Flohmarkt. Er hat hauptsächlich Retro Games, er hat einen Stand mit Retro Games. Und ich hatte mit mehreren Händlern Kontakt und auch mit jemand aus dem Bricklink Discord. Es hatten mehrere Leute Interesse und abgeholt hat er schlussendlich mein Standnachbar. Vielen Dank dafür und für deine Geduld. 300 Franken für ein komplettes Game-Konvolut. Ich hatte aber noch mehr dazu gelegt, wie wir am Anfang vereinbart haben. Es waren noch Xbox-Spiele dazu, die ich eigentlich sowieso loshaben wollte und nicht mehr wirklich auf Ricardo inserieren wollte, weil ich möchte wirklich die Game-Nische im Moment nicht mehr bedienen. Ich habe einfach so viel mit Lego und Klemmbausteinen im Moment und ich bin noch lange nicht fertig mit Bricklink, mit den Uploads auf Bricklink. Ich habe noch so viel kistenweise Lego, die gewaschen sind und auf ein Upload warten, und vor allem möchte ich auf den Neuteile-Sektor wirklich jetzt mehr bedienen. Ich habe auch schon wieder ein Set bestellt zum Ausparten und von daher Game-Nische weg, und immer wenn ich jetzt Games oder Konsolen reinbekomme, werde ich mit ihm Kontakt aufnehmen und wir können etwas Gutes ausmachen miteinander. Ich hoffe, dass sich da noch mehr entwickelt. Das war wirklich eine angenehme Sache, sehr cool, wie das abgelaufen ist. Hier einfach noch einmal vielen Dank.
Wenn du das Video siehst und unten in die Kommentare dich als Shop reinschreiben möchtest oder dich zu erkennen geben möchtest, sehr gerne, schreib doch unten rein, wer du bist, falls du magst. Wenn nicht, natürlich, ist auch kein Problem. Du kannst auch schreiben, ob du am nächsten Nerdy Flohmarkt dabei sein wirst oder nicht. Gern würde ich dich positiv erwähnen. Ich mache es jetzt im Moment noch nicht. Ich sage nicht, wer du bist oder wie dein Shop heißt, weil ich nicht genau weiß, möchtest du in der Öffentlichkeit stehen oder nicht. Kommen wir zu der Ausgabe. Ich habe gekauft 9 Stück Polybags Minifiguren Serie 22. Für die habe ich bezahlt 22,50 Franken. Die sind momentan noch eingepackt. Dort weiß ich nicht genau, soll ich die auspacken und die Figuren verkaufen oder soll ich die Polybags behalten, eingepackt. Auch da gerne eure Meinung unten in die Kommentare rein. Wie würdet ihr das handeln? Hättet ihr Interesse an Polybags aus der Serie 22, können wir auch gerne etwas abmachen miteinander. Dann habe ich gekauft Sichtlagerkästen bei dem ersten Batch 6 Stück für 54 Franken für meinen Bricklink Shop zum Erweitern. Es war wieder einmal die Aktion im Lidl. Pro Sichtlagerkasten war da wieder 9 Franken vorangeschlagen. Und da habe ich jetzt meine Wand noch einmal richtig gefüllt. Einen hatte ich vergessen zu kaufen. Ich hatte gedacht, ich bräuchte nur 6, hatte aber 7 gebraucht. Habe nachher jemanden geschickt, und zwar mein Vater. Er war im Lidl und hat mir dann noch einen mitgebracht. Also noch einmal Ausgabe 9 Franken für einen Sichtlagerkasten. Alles in allem also 63 Franken für Sichtlagerkästen. Dann habe ich gekauft auch noch Klebeband. Auch gerade bei dieser Aktion von der gleichen Marke. 3 Stück, 3 Franken habe ich auch noch mitgenommen. Wobei Klebeband hätte ich noch. Habe ich ja mal eine große Aktion gekauft. Aber schade nie, wenn man den Vorrat hat. Von dem her voll okay, dass ich das Klebeband auch mitgenommen habe, kann man ja schließlich immer brauchen. Dann musste ich wieder Postguthaben aufladen. Das Mal habe ich 80 Franken aufgeladen und ich habe gekauft Maxi-Briefkartons 50 Stück für 35 Franken. Langsam bei sich gehen mir die Maxi-Briefe aus oder sind mir ausgegangen durch die vielen Bestellungen bei Bricklink. Meistens geht das nicht in Luftpolstertüte. Und das sind auch die Ausgaben für diese Woche. Es ist noch eine Bestellung unterwegs von Alternate. Die habe ich aber noch nicht in die Ausgabe reingenommen. Das Paket ist auch noch nicht da. Letztes Mal habe ich das vorgängig, glaube ich, schon in die Ausgaben genommen. Dann fehlten aber Lego-Sets und dann musste ich das dann wieder als Rückbuchung verbuchen. Das Mal warte ich wirklich ab, bis das Paket da ist und nehme es dann in die Ausgaben. Freies Kapital, Gesamtkapital. Das freie Kapital heute 304 Franken 45 und das finde ich ganz okay. Mit dem kann man wieder arbeiten. Sehr wahrscheinlich werde ich noch einmal eine Alternate-Bestellung hinterher schicken, weil ich merke, ich brauche noch mehr Stanley-Kästen für die alten Teile. Unterdessen habe ich von gewissen Plates, zum Beispiel 2x6er, so viel, dass ich ganze Schubladen unterdessen füllen kann. Also ja, langsam aber sicher füllt sich der Bricklink Store und ich brauche vermutlich noch die großen 9er Stanleys, um die noch oben in die obere Linie reinzustellen. Und da werde ich eventuell gleich bei Alternate noch mehr bestellen. Vielleicht noch mehr Lego-Sets zum Ausparten. Aber bei der letzten Bestellung war nicht viel dabei für den 500 to Moon Shop, sondern eigentlich viel mehr für privat. Ich habe ein Indiana Jones Set bestellt und ich habe Stanley Sichtlagerkästen bestellt. Und eventuell werde ich sogar noch eine Nachbestellung machen, bin noch nicht ganz sicher. Das Rückstellungskonto auch angewachsen um 50 Franken. Also ich habe Rückstellungen gemacht, 50 Franken. Jetzt ist das Rückstellungskonto 500 Franken stark. Das gibt mir doch eine gewisse Sicherheit, die mir langsam aber sicher gefällt. Wir kommen auch hier in einen Range, mit dem ich wirklich sehr zufrieden bin. Dann habe ich Swiss Coins 191 Franken 25, auch da Rekorde gebrochen und zwar ist das plus 73,25 dank einem Zuschauer, der jetzt in der Sommerferienaktion ein U-Konto eröffnet hat mit meinem U-Code und in den Sommerferien bekommt man nicht 500 U-Coins, sondern 5000
Und das auch vielen, vielen Dank. Wirklich, du musstest das nicht machen. Ich habe es dir noch extra gesagt. Du kannst ein anderes Konto nehmen. Mach nicht wegen mir ein U-Konto. Er wollte das wirklich machen. Er wollte, glaube ich, sowieso ein U-Konto machen, weil diese Online-Konten geben sich eigentlich nicht viel oder sind alle sehr ähnlich. Wirklich, vielen Dank dafür. Wirklich, ich freue mich, wenn jemand meinen U-Code benutzt. Ihr müsst nicht, ihr müsst das nicht machen. Wenn ihr es dann trotzdem freiwillig macht, freue ich mich einfach umso mehr. Und da freue ich mich wirklich von ganzem Herzen. Das ist etwas, das mich eigentlich wirklich berührt, wenn ich Zuschauer habe, die das dann trotzdem machen und meinen Code verwenden. Ich weiß, es gibt Influencer, bei denen ist das schon gang und gäbe. Die leben von dem, ich nicht. Und es macht mich einfach mega glücklich, wirklich von ganzem Herzen. Vielen Dank. Dann Gesamtwert momentan 995,70, also das freie Kapital, das Rückstellungskonto und der Swisscoin, den ich ja jederzeit verkaufen könnte. Also fast 1000 Franken im Moment, was ich zur Verfügung hätte, müsste ich irgendwie eine Rechnung bezahlen oder wollte ich wirklich etwas Großes auf einmal kaufen. Lagerwert 3067, der ist ein wenig nach unten gegangen. Wie gesagt, ich habe ja das eine Minecraft-Set rausverkauft und, glaube ich, die Ninjago-Sets wieder ausgetragen, die ich ausgepartet habe. Was habe ich alles gearbeitet in der letzten Woche? Wie gesagt, Sets ausgepartet, Sets hochgeladen, dann sind einige Sets noch kontrolliert worden und zusammengebaut, wobei zusammengebaut habe ich diesen coolen Formel 1 Flitzer nicht, den hat Jenny für mich gebaut, auch da vielen Dank, dass sie immer geduldig meine Sets zusammenbaut. Klar, ihr macht es auch Spaß, aber ich hätte wirklich schon fast gar nicht mehr die Zeit, um die Sets alle zusammenbauen. Ihr seht, ich mache nicht mal mehr groß Reviews zu den einzelnen Sets, gut, kann ich zu dem Set auch nicht, weil sie es ja zusammengebaut hat. Auch hier, falls Interesse besteht an so einem Formel 1 Wagen, unterdessen habe ich 3 Formel 1 Wagen. Ich weiß nicht, ob ich da ein Formel 1 Konvolut machen soll. Ich habe den Ferrari, dann den und den orangen neuen. Da weiß ich noch nicht genau, ob ich wirklich ein großes Formel 1 Pack machen soll oder einzeln verkaufen. Falls jemand Interesse hat, Formel 1 Fan ist und diese 3 Wagen gerne hätte, schreibt mich an, Mailadresse ist auch immer in der Videobeschreibung. Auch da können wir etwas aushandeln, auch außerhalb von Ricardo, falls Interesse besteht. Was habe ich noch gearbeitet letzte Woche? Ich habe die Wand von Bricklink noch mehr vervollständigt mit Sichtlagerkästen. Ich habe Magic-Karten online gestellt aufs Ricardo. Allgemein habe ich wieder ein bisschen Ricardo gemacht. Ein wenig aufgeräumt hier in meinem Moon Office, mal gewisse Lego-Teile, die ich wirklich nicht mehr ins Bricklink stelle, in die Box für Kiloware gestellt und so Nexonite oder wie die heißen, es ist eben, glaube ich, nicht Nexonite, noch in der Discord-Gruppe angeboten. Falls hier niemand Interesse hat an denen, kommen die dann auch in die Kiloware-Box, ja, weil das ist wirklich nicht etwas, was ich auf Bricklink stellen möchte. Was mache ich noch alles diese Woche? Weiter Bricklinken, vermutlich noch das Batman-Set irgendwann hochladen. Dann am Mittwoch nehmen wir neue Videos auf für Swiss Bricks Builder. Noch ein wenig mehr vielleicht das Ganze aufräumen, mal die Lego reduzieren, die ich wirklich nicht ins Bricklink stelle. Die Legos in die Kilowarenbox werfen. Und einfach sonst noch alles, was ich so dazukomme, vielleicht noch mehr Magic-Karten hochladen. Ich habe immer noch von dem alten Magic-Konvolut-Karten, die möchte ich endlich wirklich mal loswerden, dass es auch wieder Platz gibt im Lager. Dann habe ich mich angemeldet für den nächsten Nerdy Flohmarkt, also im Mythencenter, habe die Anmeldebestätigung aber noch nicht bekommen. Ich versuche es noch einmal, das letzte Mal ein bisschen enttäuschend. Wir werden aber das Setup werden wir ändern. Wir werden nicht mehr so viel 500 to Moon allgemein Reselling Restposten mitnehmen, sondern wirklich mehr Lego und Klemmbausteine und versuchen noch mehr auszubauen aus Lego Figuren. Ich hatte doch einige
Käufer, die vor allem wegen Lego-Figuren gekommen sind, und da möchte ich wirklich das Sortiment an Lego-Figuren noch ausbauen bis zum nächsten Nerdy-Flohmarkt und versuchen, mehr Lego-Figuren anzubieten. Ein paar Occasions-Sets werden vermutlich auch mit dabei sein, einfach verpackt in Zipbeutel. Eventuell wird die Burg noch einmal mitkommen. Das möchte ich auch langsam schon wieder anfangen vorbereiten, wenn dann die Anmeldebestätigung da ist. Kommen wir zur allerletzten Rubrik, die Verkäufe auf Ricardo. Es sind 1167, das sind 4 Verkäufe und positive Bewertungen 933. Letztes Mal habe ich das falsch gesagt, habe ich etwas um die 600 gesagt. Das waren einfach in den letzten 12 Monaten. Es sind fast 1000 positive Bewertungen. Also ich habe mich noch gewundert, ob nur die Hälfte der Leute bewertet. Ich hatte ja schon einmal irgendwie gesehen, dass ich bald auf den 1000 Bewertungen bin, habe da aber letztes Mal falsch geschaut. So, das war es mit Zahlen und Fakten. Übrigens, das hier der Stapel an Paketen, die morgen auf die Post gehen. Also da können sich ein paar Bricklink-Kunden freuen, ein paar Ricardo-Käufer können sich freuen. Die gehen morgen alle auf die Post. Eines ist schon unten, in der Firma unten, in der Reinigungsfirma, schon nach unten gebracht. Am Mittag habe ich am Mittag schon parat gemacht. Also ihr seht, da geht einiges im Moment. Ich klage nicht mehr über das Sommerloch im Moment. Also wenn Bricklink so weitergeht, freue ich mich wirklich. Ich hoffe eigentlich so pro Tag eine Bestellung, wäre natürlich mega cool, so dass Geld für Bricklink reinkommt. Was ich noch habe, ist eine Statistik. Ich habe jetzt aufgeschrieben, wie viel gebe ich für Bricklink aus, wie viel nehme ich ein. Ist ein bisschen schwierig, gibt eine Mischrechnung. Ab und zu, wenn ich ein Set verkaufe, werde ich das auch in Bricklink einpflegen, besonders wenn es ein Set war, das eigentlich zum Ausparten gedacht wäre, so dass ich so eine kleine Lego-Statistik habe. Nicht nur eine Statistik fürs Reselling allgemein, sondern wirklich so, dort geht es wirklich nur um Lego. Und ich möchte einmal schauen, ob ich mit Lego in den positiven Range komme. Im Moment bin ich eher negativ. Also ich habe mehr für Sichtlagerkästen, für Sets, die ich gekauft habe, für Konvolute und so weiter ausgegeben, als ich im Moment eingenommen habe. Also da bin ich noch nicht in einem positiven Range, bin aber auch dran am Arbeiten. Jetzt klar, mit den Sichtlagerkästen ist halt wieder Ausgabe raus. Wenn es dann mal so ist, dass ich dort auch im positiven Range bin, werde ich euch sicher benachrichtigen. Ich merke, das Video heute über 20 Minuten schon wieder. Ja, ich habe es angekündigt, ich wusste, es wird ein bisschen länger. Aber ich danke euch von ganzem Herzen fürs Zuschauen, für euer Interesse an meinen Reselling-Rückblick. Also ich habe jetzt wirklich schon von ein paar gehört, sie schauen das anscheinend wirklich gerne. Ich kann mir das zwar gar nicht vorstellen, wenn einer da quatscht und schwafelt. Aber ja, für die Bricklink-Händler unter euch vielleicht interessant, was so geht und was so nicht geht. Ich schaue ja auch eure Bricklink-Videos meistens an oder auch andere Reselling-Videos, wie zum Beispiel Reselling mit Kopf von René Huber und so. Und von daher, ja, schön, wenn es euch interessiert. Ich mache die Videos trotzdem weiter, auch wenn es niemand interessieren würde, weil ich möchte wirklich mal so in einem Jahr schauen, wie habe ich mich entwickelt, wie hat sich der Kanal entwickelt, was hat sich verändert und so weiter. Ja, sieht man eine Veränderung? Wie entwickelt sich das ganze Portfolio, eben wie die neuen Rekorde, die ich jetzt da aufschreibe? Wie verändert sich mein Hintergrund und so weiter. Also es ist auch für mich spannend, ich mache das so wie ein Tagebuch. Übrigens da immer noch eine Lücke, da fehlt immer noch ein Kallax, wobei jetzt mit dem momentanen Stand an Geld werde ich vermutlich dann das Kallax da hinten noch rein bestellen, dass da auch wieder die Lücke geschlossen ist. Eventuell brauche ich die Kallax bald, wenn es so weitergeht, um hinter mir meinen Bricklink-Store zu erweitern. Also wer weiß, irgendwann ist da hinten vielleicht nicht mehr der fancy Hintergrund mit coolen Moon-Swatches von Swatch, sondern Bricklink-Sichtlagerkästen, wenn es so weitergeht, weil ja, Function before Style, also wenn ich dann wirklich keinen Platz mehr habe für Lagerkästen, wird es irgendwann so sein, dass ich dann da hinten halt Lagerkästen mache, weil Geld geht vor. Also ich versuche das möglichst lange da hinten zu behalten, mir gefällt das auch, aber eventuell wird es irgendwann notwendig, das wegzunehmen und hinten Lagerkästen zu machen oder alles ein wenig umzustellen. Vielleicht filme ich dann vielleicht auch von einem ganz anderen Ort, das weiß ich noch nicht genau.
wird die Zukunft zeigen. Darum immer wieder einschalten, abonnieren, Glocke abonnieren, dann verpasst ihr nichts. Nicht, dass ihr irgendwann dann mal reinschaltet und da hinten sind plötzlich Lagerkästen. In dem Sinne wünsche ich euch eine schöne Sommerwoche, vielleicht schon fast Spätsommerwoche, einen guten Flug. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.